Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 von der Geschichte von Max. Ja, Freunde, das ist der letzte Teil und was euch hier erwarten wird, wird ziemlich spannend. Also würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt starten wir rein. Let's go! Drei Wochen sind jetzt schon vergangen, seit diesem großen Bankraub. Wir haben uns erstmal versteckt, aber brauchen wieder Geld. Wir haben uns überlegt, den Juwelier uns vorzunehmen. Die sollen ziemlich reich sein. Und Juli macht gerade schon das Auto fertig. Heute werden wir uns schon mal den Plan anschauen, wie wir es machen werden. So, Juli, wie sieht's aus? Bist du fertig? Bist du bereit, zum Juwelier zu fahren? Dein Auto ist schon mal fertig. Los, komm. Okay, dann lass uns los. Du fährst? Okay. So, ich steig ein und fahr. Ich mach die Tür zu. Warte, ich habe ja die. So, perfekt. Oh, vorsichtig! Ja, alles fertig. So, hier sollte der sein bei der Einkaufsmall und. Ja, da ist der Juwelier. Park hier irgendwo. Genau. Park hier an der Seite. Perfekt. Okay, dann lass uns ihn anschauen. Los, wir tun so, als würden wir was kaufen wollen, okay? Ja. So. So. Okay, hier ist er. Ist echt klein, aber es sieht echt reich aus. Hallo. Hallo. So. Oh, okay. Wir gucken uns hier mal was an. Genau. Okay, okay, das reicht. Komm, komm. Lass uns. Okay, also ich habe gesehen, da sind auf jeden Fall viele, viele Ketten und auch Diamanten drin. Ja, ja. Wie machen wir das am besten? Wollen wir nur einfach vorne reingehen und das anfangen und dann einfach schnell abhauen? Ja, oder? Wir machen das nachts. Die Türen gehen nicht zu, aber die einzelnen Geschäfte gehen zu. Ah, okay, okay. Ja, verstehe ich. Dann knacken wir den Juwelier auf. Und wenn Security ist, dann schalten wir die aus. Okay, perfekt. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Brechstange, damit wir die Security ausschalten können und das Glas aufmachen können. Genau. Okay, perfekt. Dann lass uns bis zum Abend warten. Ja. Okay, Juli, bist du bereit für den Raub? Ja, ich bin bereit. Lass uns anfangen. Freunde, wir haben uns ein neues Auto gekauft. Ja. Das war das Perfekte, wo wir all den Schmuck reintun können, ohne dass es bemerkt wird. So dunkle Nacht auf jeden Fall geworden. Hier ist der Juwelier. Ich steig schon mal aus. Hey, lass mich schon mal aussteigen. Das ist der Cop. Und Security. Nein. Ich mach's. Okay, ich mach den Job. Okay. Ich halte die Waffe bereit. Bam, Junge! Okay, so, ich hab sie ausgenommen. Reicht. Los, rein. Hier alles kaputt machen. Go. Okay, komm, schnell, wir haben's. Los, fahr weg, los. Die Bullen wurden gerufen. Ich wurde bemerkt. Oh mein Gott. Los, fahr rein. Okay, ich mach schnell das Tor zu. So, okay, perfekt. Wir haben's geschafft. Wir haben das Ganze, den ganzen Schmuck. Ja. Und wir haben ein Walkie-Talkie. Ich habe das vom Officer weggenommen. Von der Officerin. Jawohl, Digga. Let's go. Wir haben das ganze Gold. Wir sind noch mehr reich. Wir müssen uns irgendwann mal ein Haus holen oder so. Und dann wieder gute Menschen werden, oder? Dann bin ich eine gute Person. Bin mein Leben lang schon kriminell. Ich mach weiter. Okay. Und wenn du meinst, mich zu verlassen, werde ich dich verraten. Hast du mich verstanden? Okay, ich hatte verstanden, Juli. So. Wir sind noch ein gutes Team. Ja, sind wir. So, dann lass uns hinlegen und gute Nacht. Genau. Gute Nacht, Juli. Ja, gute Nacht. Scheiße, Freunde. Er will kriminell bleiben. Was soll ich nur machen? Ich habe keinen Bock mehr, kriminell zu sein. Ich will ein neues Leben anfangen. Es war alles erst so perfekt. Jetzt zwar auch, aber
Wir leben ein kriminelles Leben. Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Ey, Bro, ich habe mal so ein Haus gefunden für 533.000. Wollen wir das kaufen? Das ist eine Villa. Ich will hier nicht mehr sein. Ich kann nicht mehr gut schlafen. Und Ja, okay. ich glaube, die Ja, okay. Polizei weiß auch langsam, wo wir sind. Und das ist auch keine. Das ist nicht gut. Los, komm, ich fahre dich hin. Ja, komm, 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 schnell, schnell, schnell. So, machst du das Tor zu? Perfekt. Weißt du, wo es hingeht? Ja, ich weiß, wo es hingeht. Wir müssen nur hier einmal die Straße hoch bei der Kirche, bei der Salzburger Straße und dann sieht man es da auch Aha. eigentlich. Guck mal, siehst du es da hinten? Ja, wenn ich möchte mich das Ende schreiben. Woher hast du ein Handy? Egal, ich frag nicht. So, okay, da ist auch schon eine Person, perfekt. Aha. So. Hallo! Wir wollten einmal das Haus kaufen. Ja, wie viel bieten Sie denn an? Ich würde 520.000 anbieten. Ah, ja, das ist gut. Zahlst du Zahl mit mit Bar oder Karte. mit Karte? Nein. Einmal bitte Hier, bitte auflegen. schön, so. So, wurde abgebucht. Okay, danke schön. Haben Sie noch einen schönen Ich wünsche Tag? euch einen schönen Aufenthalt. Danke, gleichfalls. Tschüss! Tschüss. Alter, Wir haben deine sogar ein Zahlen. Angebot bekommen. Statt 533.000, 520.000. Ich fahre das Auto Danke. hin. Richtig geil. So. Interessant. Wo läuft die Wir haben denn jetzt leider hin? keine Garage, aber das sollte okay sein. Ja. Dann lass uns mal anschauen. Yippie! Ja, Oh komm. mein Gott, wow, sieht das schön aus. Alter, ja. Wow. Oh, nur ein Zimmer? Na, okay, schaffen wir. Hier ziehen wir uns dann immer um. Aber wow, sieht das schön aus. Hey, wir können sogar grillen. Und es gibt ein Sprungbrett. Wir haben einen Pool. Letzte, wer im Wasser ist, ist Loser. Hab's gewonnen, hab's gewonnen. Hab's gewonnen. Ich habe einen eigenen Pool. Unser Leben ist gerade perfekt. Boah, es war so eine gute Idee von mir. Wir können das Leben noch perfekter machen. Und wie? Wir holen Luxusauto. Ja, Bro, wir haben kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Wir rauben. Rauben? Ja, natürlich. Okay, kümmer du dich um alles nur Notwendige. Okay, also wo Dann denn? machen Beim Hafen wieder? wir. Nee, beim Flughafen. Flughafen. Okay. Ich weiß, der ist da Deutsche hinten. Autos. Deutsche Autos. Okay, Also, ich gehe an den Computer und recherchiere ein bisschen, wie und was und wo. mach Ja, mache das. ich. Ich setze mich oben ein bisschen hin. Ich Ja, mach. koche uns am Abend. Ich grille ein bisschen. Mach mal. Oh. Oh mein Gott, das ist die perfekte Uhrzeit. Ich wache ihn einmal auf. Hey, Juli, wach auf! Wach auf, Junge! Wach auf! Es ist die perfekte Uhrzeit, um die Autos zu stehlen. Los, komm! Um keine Ja, Zeit zu okay. verlieren. Zieh dich um! Ja, mache ich. Los! Hast du? Ich bin fertig. Hier durch Okay, hier jetzt zum ziehe ich Ziel. mich um. So, okay, bin auch fertig. Wo bist du, Juli? Unten, ich habe schon die Waffen fertig gemacht. Oh, okay, perfekt. Warte, ich hole auch meine eine. Okay, perfekt. Wie findest du meine neue Waffe? Ja, sieht brutal aus. Perfekt, los, lass los. Ich fahr. Lass dich noch Ja. aus. So. Okay. Ah, los geht's. Schnell, schnell. Wir müssen uns beeilen. Okay, Bro, hier sind wir. Wo soll ich parken? Ich park hier, ich park hier, ich park hier. Hier, ich park hier. So, ist ja egal, das brauchen wir nicht mehr. Wir stellen das einfach ab, für immer und ewig. Los, nimm Ja. deine Waffen auf jeden Fall. So, zack. Wir sollen keine Aufmerksamkeit zeigen. Okay, los. Pack die weg, pack die weg, pack die weg. So, okay, bist du bereit?
Ja, ich bin Bauer. Oh, was ist die Polizei? Los, komm, scheiß drauf. Lass einfach die Autos stehen. Komm, komm. So, aufbrechen. Zack. Weg, los. Komm, die Polizei kommt. Los. Komm, Junge. Nein, komm mit rein. Scheiße, wir haben den Bugatti verloren. Nein, wir müssen weg. Los. Nein, wir müssen schnell weg. Oh mein Gott. Nein, was? Ah! Glaubst du, der lebt noch? Er hat keinen Puls gehabt. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Ja, komm, lass schnell fahren. Okay. Komm, ja. Ich bleib bei ihm. Okay. Komm, schnell, hol ihn raus. Schmerzens mittragen, dass dein Kumpel das nicht geschafft hat. Mitten bei der Operation hat sein Herz aufgehört zu schlagen und ist auch nicht mehr aufgewacht. Er hat es nicht geschafft, er ist tot. Mein Kumpel! Wir haben so viel mit ihm durchgemacht. Ja, und jetzt? Zuerst tut mir wirklich leid. Er wollte sich umändern, aber ich habe ihn aufgehalten. Ich wollte mit ihm beide kriminell machen, aber das Schicksal hat Nein gemacht. Führen Sie mich ab. Das war ein schöner Max. Er war böse, aber auch nett. Er hatte viele Ideen. Aber sein Leben war halt nicht das perfekteste.